zur Folge 9 in unserem Dynamo Dresden Karrieremodus. Unser Ziel ist es, weiterhin die Champions League zu gewinnen. Wir hatten eine sehr starke letzte Saison, die wir auch mit dem DFB-Pokalsieg krönen konnten. Es hat sich jetzt etwas verändert, kadertechnisch bei uns. Es gab zwei, drei Spieler, die den Verein verlassen wollten. Und dadurch waren wir ein bisschen gezwungen, wieder etwas umzustellen. Mal sehen, wie das dann in der Saison hinhaut. Bevor wir jetzt reinstarten, und ihr seht, wir haben gleich als erstes Spiel den Supercup gegen Meister Borussia Dortmund, die wir auch im Cup 1-0 besiegen konnten, werden wir uns jetzt einmal den Kader genau anschauen, was sich da getan hat. Und ich will euch so ein bisschen einen Überblick geben, wie ich mir das dann für die nächste Saison vorstelle, was sich da noch ändern könnte. Im Tor bleibt alles gleich. Wir haben weiter Labrovic und sein Backup Joshua Schmidt. Dann, ganz wichtig, können wir auch schauen auf Florian Weber, der ja noch an Frankfurt verliehen ist, jetzt bei einer 79, wird nächsten Sommer zu uns zurückkommen, bedeutet dann, dass Weber höchstwahrscheinlich Einser Torhüter werden wird. Was wir dann mit Labrovic machen, ob er einfach als Backup bleibt oder verkauft wird, werden wir dann sehen. Galado wird seine Karriere beenden. Aus dem Grund habe ich jetzt schon einen neuen Linksverteidiger verpflichtet mit Alexander Sinchenko. Das war einer der beiden ablösefreien Spieler, die ich in der Saison geholt habe. Innenverteidigung, auch da hat sich einiges getan. Diomande, der ja sehr stark mit Okoli zusammengespielt hat, wollte unbedingt den Wechsel. Und dafür habe ich jetzt vom FC Porto den 25-jährigen Brasilianer Otavio verpflichtet. Hat auf jeden Fall noch Potenzial, da etwas höher zu gehen. Sonst in der Innenverteidigung mit Gechter und Riedl alles gleich geblieben. Auf der rechten Seite auch weiterhin Kilian Fischer und Tommaso Cassandro. Da muss ich auf jeden Fall sagen, für die nächste Saison will ich auf der rechten Seite Verstärkung haben. Fischer mittlerweile ja auch schon 26 als Backup, dann absolut okay. Aber da hätte ich gerne einen ganz starken Mann und da bin ich jetzt auch schon an der Suche, wer da interessant sein könnte. Maxi Arnold ist leider vom Rating jetzt einmal runtergegangen. Das heißt, er agiert in dieser Saison als Backup. Neu im Team ist Samu Costa, den ich eben verpflichtet habe fürs zentrale Mittelfeld. Er jetzt mit Markus Damenic, der 25-Jährige, geht eigentlich vom Rating noch immer in die Höhe, ist auch im Kader bei uns unser teuerster Spieler mit einem Marktwert von 99 Millionen. Ich habe euch eh schon gesagt, letzte Saison hatte schon einige interessante Angebote für ihn gegeben. Ich habe mir jetzt so ein bisschen als Grenze gesetzt, 150 Millionen sollte es einen Verein geben, der das bietet. Ebenso im Bereich zwischen 150 und 160 Millionen würden wir Stamenic dann auch ziehen lassen. Neu ist Jadon Anthony am linken Flügel. Er war der zweite ablösefreie Spieler, den ich geholt habe, einfach weil ich da ziemlich gleich mit Noah Weishaupt das Duo haben wollte. Und Weishaupt wird jetzt auf jeden Fall weiterhin unser Starter sein, Anthony sein Backup, aber eben bei Weishaupt hoffe ich, dass er sich noch weiter nach oben entwickelt. Im zentraloffensiven Mittelfeld, seht ihr auch, hat es ebenfalls eine Umstellung gegeben. Daniel Maldini wollte nach einer Saison den Verein schon wieder verlassen. Auch da, dem habe ich dann stattgegeben, um 30 Millionen. Ich glaube, es war jetzt Arsenal verkauft. Und dafür eben jetzt Paul Nebel verpflichtet, deutscher zentraloffensiver Mittelfeldspieler und auch da mit 24 Jahren auf jeden Fall noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Backup bleibt Nick Betzner. Da können wir auch noch kurz schauen. Moritz Berger,
19 Jahre, verliehen momentan an Anderlecht. Er ist gerade eine 69er Stärke. Bei ihm bin ich auch ziemlich sicher, dass er sich gut weiterentwickeln wird in der Saison, wird bei Anderlecht viel Spielzeit bekommen. Und nächstes Jahr, wenn er von der Leihe zurückkehrt, könnte er dann schon Nick Betzner ersetzen. Werden wir sehen, wie es da weitergeht. Rechts bleibt alles gleich. Hetwer klarerweise gesetzt. Backup Roberto Massimo, der das eigentlich auch sehr, sehr brav letzte Saison gemacht hat. Im Sturm, auch da gab es eine kleine Umstellung. Fabio Montero ist klar, bleibt natürlich gesetzt, der Ronaldo Regen und dann als neuen Spieler verpflichtet von der Elfenbeinküste Moaz Sahi, der eine 77er Stärke hat. Mir einfach wichtig, dass da ein starker Backup-Stürmer auch da ist. Und Sahi bringt einfach alles mit, gutes Tempo, guter Abschluss, von dem her einfach interessant. Das heißt, Davy Selke hat den Verein da auch schon wieder verlassen. Also das jetzt momentan der Kader für diese Saison. Es wird sich möglicherweise ja bis zum Deadline Day noch was tun. Sollte ein gutes Angebot für Stamenic reinkommen, werde ich das auf jeden Fall überlegen, was wir da weitermachen. Und jetzt werden wir, bevor ich dann komplett zum Simulieren reingehe, werden wir kurz den Supercup uns so anschauen. Und es gibt einen Sieg für Dynamo Dresden, also unsere erste Trophäe in der Saison. Wir haben Borussia Dortmund mit 2:1 besiegt. Die Torschützen waren Neuzugang Samu und dann Gechter in der 73. Minute haben zur 2:0 Führung gereicht und dann noch der Anschlusstreffer durch Lawrence, aber der ist dann zu spät gekommen. Also starker Sieg für Dynamo Dresden im Supercup. Der erste Titel in dieser Saison für uns. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wir spielen durch unseren DFB-Pokal-Erfolg letzte Saison in der Europa League. Und auch da bin ich natürlich sehr gespannt, wie wir uns international tun werden. Ich werde jetzt einmal bis zur Mitte der Hinrunde durchsimulieren. Sollte sich am Deadline Day oder bis dahin noch etwas tun, melde ich mich noch vorher. Aber sonst sehen wir uns dann wahrscheinlich so Ende Oktober, Anfang November wieder. Also bis gleich dann. Es hat jetzt doch relativ rasch ein Angebot gegeben, und zwar für Labrovic von Nottingham Forest. Ich habe da jetzt mit guten Verhandlungen auf 25,5 Millionen hochverhandelt. Bedeutet, wenn der Transfer wirklich durchgeht, holen wir Florian Weber von der Leihe von Frankfurt zurück und er würde unser 1er Torhüter werden. Wie gesagt, sollte sich noch etwas Besonderes tun, melde ich mich. Ansonsten sehen wir uns Mitte der Hinrunde. Am Deadline Day hat sich jetzt wirklich noch was ereignet. Wir haben ein Angebot bekommen von FC Liverpool für Marco Stamenic und haben uns da jetzt bei einer Ablösesumme von 170 Millionen darauf geeinigt, Stamenic ziehen zu lassen. Das wird jetzt gleich durchgehen und danach werde ich dann schauen, wen wir uns als Ersatz holen, und da melde ich mich dann erneut. Also unser neuer Spieler statt Stamenic kommt jetzt gerade an. Arthur Vermeeren, zentral defensiver Mittelfeldspieler aus Belgien, den wir gerade von Atletico Madrid um 55 Millionen geholt haben. Für Stamenic haben wir wirklich 170 Millionen bekommen. Das heißt, uns bleibt ja noch einiges an Geld über. Entschuldigung, 59,2 waren es jetzt schlussendlich. Es hätte natürlich von den Verhandlungen hätte ich es ein bisschen besser rausholen können, aber mir war es da jetzt einfach nur wichtig, dass ich einen Spieler mit viel Potenzial hole, und das ist uns da wirklich gelungen.
Das heißt, unser neuer zentral defensiver Mittelfeldspieler ist jetzt Arthur Vermeeren und ich werde es ein bisschen weiter simulieren und dann hören wir uns wieder. Wir sind jetzt am 31. Oktober angekommen und schauen uns ganz kurz die Tabelle an. Momentan stehen wir in der Bundesliga auf Platz 6. Wie ihr seht, haben wir aber ein Spiel weniger. Da treffen wir jetzt auf Hoffenheim, die unser direkter Konkurrent um die europäischen Plätze sind. Noch erfolgreicher und erfreulicher ist es aber in der Europa League. Da sind wir in der Gruppe ganz klar Tabellenerster, 3 Spiele, 3 Siege, dahinter Charleroi, Monaco und Cluj. Und da performen wir überhaupt unglaublich stark. Sonst kann man nur sagen, die Spieler entwickeln sich alle ganz, ganz großartig weiter und wir sind wirklich, finde ich, sehr, sehr gut am Weg. Wir werden jetzt in der Folge heute noch eine Partie zusammenzocken und zwar habe ich mir jetzt überlegt, es wird die Partie gegen den FC Bayern sein am 27. November. Das heißt, ich werde jetzt noch bis dahin simulieren und dann starten wir auch gleich in die Partie rein. Also Anstoß für Bayern München hier beim Heimspiel. Die letzten Spiele in der Liga haben wir allesamt gewonnen, sind jetzt im Moment auf Platz 4. Sollten wir heute einen Sieg gegen die Bayern einfahren, könnten wir sogar auf Platz 3 vorrücken. Ein sensationeller Pass. Nur Weißhaupt. Ah, der wird von Ibanez noch gestoppt. Und auch in der Europa League haben wir einen weiteren Sieg eingefahren gegen Lutsch. Das einzig leider nicht so erfolgreiche war im DFB-Pokal. Da sind wir leider gegen RB Leipzig ausgeschieden. Das ist da leider schon relativ rasch draußen. Jetzt Montero. Montero, der macht ihn. 1-0 für Dresden. Was für ein Start für Dynamo. Tolle Ballannahme, eine Körpertäuschung, keine Chance für die Bayern-Abwehr. Und Montero lässt auf seinem Landsmann Diogo Costa, der Stammtorhüter bei den Bayern ist, keine Chance. 9. Saisontor bereits. In der Torschützenliste nur 2 Dortmunder vor ihm, Bino Gittens und Jonathan David. Dortmund, die ja auch in der Saison die Liga komplett dominieren. Dahinter kommt dann RB Leipzig, Bayern und eben Dynamo Dresden. Arthur Vermeeren, der sich da auch ganz toll in die Mannschaft eingegliedert hat. Zinchenko bleibt an Koundé leider hängen. Leroy Sané, Okoli, Musiala, aber Weber sofort zustelle. Stark gespielt auf Paul Nebel. Ja, wieder auf Montero. Oh, und da diesmal Diogo Costa. Sieger im Duell der Portugiesen. Koundé. Andrich. Alaba. Auf Jack Grealish. Kane. Robertson. Musiala. Wieder auf Grealish. Schussversuch. Ah, Weber lässt prallen, aber Caleb Okoli ist zur Stelle. Vermeeren. Schön raus auf Zinchenko. Ah, setzt sich durch. Stark gemacht. Weißer. Mit der Flanke auf Montero. Kommt aber nicht durch mit dem Fallrückzieher. Sané zurück auf die Diogo Costa. Ibanez.
auf Sané, aber da ist Vermeeren. Geht auf Nummer sicher zurück zu Florian Weber. Und das war die erste Halbzeit. Wir sehen uns dann gleich zur zweiten wieder. Also Anschluss zu Durchgang 2. Kilian Fischer. Samu. Ah, harter Einstieg hier. Das wird sicher gelb geben. Hat er unseren zentral-defensiven Mittelfeldspieler ordentlich erwischt, Pavlovic. Also ein 1:0 für Dresden. Hier starker Pass, Nebel, abgefälscht von Alaba und Diogo Costa zur Stelle. Setzt sich der gut durch. Sané, Musiala, Kane. Wieder auf Musiala. Otavio, etwa. Ah, schneller Pass. Auf Nebel. Was macht er jetzt? Und wieder Ibanez auf Porsche. Alaba setzt sich durch gegen Montero. Pavlovic, Robert. Und noch Musiala, jetzt die Möglichkeit über Grealish. Na, schwache Flanke. Jetzt könnte es schnell gehen. Über Nebel. Toller Pass auf Montero, der ist durch und Ibanez lockt den Abschluss. Zu viel Zeit gelassen. Jetzt auch der Wechsel, Sinchenko raus und Jesus Gallardo, der ja seine Karriere beenden wird, der Linksverteidiger. Ah, Fehler von Nebel, zu weit vorgelegt. So, nächster Wechsel, Maxi Arnold kommt jetzt in die Partie für Samu, Costa. 19 Minuten geht's noch. Diogo Costa mit dem Abschuss auf Ibanez. Alaba. Bayern hat jetzt ein bisschen umgestellt, geht offensiver und auch mit mehr Druck. Wir wollen dann noch unbedingt zum Ausgleich kommen. Montero. Schöne Verlagerung auf Etwa. Etwa. Montero. Abschluss. Wieder. Ist der Ibanez dazwischen. Andrich mit dem Ballgewinn. Jetzt Möglichkeit. Über Musiala. Kane. Jesus Gallardo. Montero. Schön rausgelegt auf Etwa. Und da ist Vermeeren. Was für eine Chance. Jadon Anthony kommt jetzt noch bei Dresden rein für Noah Weishaupt. Das haben wir auf dem Wechsel noch. Und es geht jetzt in die letzten 4 Minuten gleich. Also Bayern rennt da die Zeit doch davon. Alaba. Versucht er nochmal das Spiel schnell zu machen. Andrich. Geblockt. Anthony. Nebel. Was kommt nicht durch? Kunde zur Stelle. Sané. Auf Kane, aber wieder Caleb Okoli und das war's. 1:0 Erfolg für Dynamo Dresden in München. Starke Partie und bedeutet jetzt natürlich Platz 3 in der Tabelle. Wir werden jetzt weiter simulieren und sehen uns dann zum Ende der Hinrunde. Wir sind jetzt Ende Dezember
und werfen den Blick auf die Tabelle der Bundesliga. Dortmund führt da mit 37 Punkten vor Leipzig und Bayern. Wir haben leider nach dem tollen Sieg bei Bayern ein wenig einbüßen müssen an Punkten. Und zwar sind wir jetzt momentan nur mehr auf Platz 4 mit 5 Punkten Abstand schon wieder auf den dritten Platz. Und da waren leider einige Niederlagen in den letzten Ligaspielen dabei. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft da zum Rückrundenstart ein bisschen wieder fängt und stärker performt. Wo sie auf jeden Fall sensationell gespielt haben, war in der Europa League. Da ist es wirklich so geblieben, dass wir die Gruppenphase mit Punktemaximum abgeschlossen haben, also 6 Spiele und 6 Siege geholt. An zweiter Stelle ist der AS Monaco und bedeutet für uns, dass wir jetzt mal in der Vorrunde noch gar nicht vorkommen. Wir werden dann in der nächsten Runde dabei sein und da dann starten. Bedeutet, wir werden uns dann auch natürlich die Europa League ganz genau in der nächsten Folge anschauen und werden da vielleicht auch eine Partie in der Europa League zocken. Das werden wir aber dann sehen, wie weit wir dann wirklich kommen. Bevor wir die Folge jetzt zum Abschluss bringen, will ich noch kurz einen Blick auf den Kader euch geben. Und zwar 3 Leute besonders hervorheben. Einerseits Florian Weber, der jetzt ja eben unser Stammtorhüter ist, hat sich jetzt schon auf eine 81 weiter gesteigert, also plus 2. Dann den nächsten, den ich euch noch kurz zeigen will, ist Vermeeren, den wir als Stamenic-Ersatz verpflichtet haben von Atletico Madrid, jetzt schon plus 2 auf eine 85, das heißt, er hat jetzt schon den Wert von Stamenic bereits erreicht. Da ist natürlich auch ganz interessant vom Marktwert. Wir haben 59 Millionen für ihn bezahlt. Jetzt hat er eine Steigerung und ist bereits bei 64,5. Und den letzten, den ich euch noch zeigen will, ist natürlich Fabio Montero, der eine unglaublich starke Saison spielt. Ich blende es euch hier jetzt auch noch mal ein von den Toren, die er erzielt hat. Insgesamt in 25 Spielen 14 Mal getroffen und 2 Assists gegeben, für einen 19-Jährigen einfach unglaublich. Er hat sich tatsächlich um plus 4 auf 84 jetzt gesteigert. Ja, also da geht es wirklich auch kadertechnisch großartig voran. Spieler entwickeln sich sensationell weiter. Und wir werden da auf jeden Fall viel Freude mit dieser Mannschaft noch haben. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns zum nächsten Mal und bitte nicht vergessen, Abo dalassen und natürlich auch das Video liken. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, euer Patno.